Wir haben heute den hervorragenden Klaus Klamm zu Gast. Der ist Journalist beim Azur Magazin und hat dort einen meiner diesjährigen Lieblingsartikel geschrieben. Von dir, du hast mir den, glaube ich, geschickt. Er ist fantastisch über die Rolle des Staates in der Pandemie. Er ist auch Teil der Assoziation Kosmoprolet und schreibt regelmäßig über die ökonomische Krise und staatliche Maßnahmen. Ist da also ein viel unterwegs in diesem Kontext. Und ich würde jetzt auch gleich einsteigen mit den ersten Fragen, weil die so ein bisschen persönlicher sind, dass dich die Zuschauer auch ein bisschen kennenlernen. Und wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen. Du hast erzählt, du bist viel rumgekommen, auch in der Welt der politischen Theorie und Praxis. Und jetzt würde mich einfach interessieren, was war eigentlich für dich der Einstieg in das Politische? Was war der Anfang? Und dann auch gerne, wie kam es zu den Kosmoproleten und was bedeutet das für dich? Ja, vielen Dank für die sehr freundliche Einleitung. Also meine Politisierungsgeschichte ist vielleicht ein bisschen atypisch. So, ich war ein persönliches Ereignis, das mich eigentlich politisiert hat, dann, obwohl ich schon vorher Che Guevara und so gelesen habe. War das der Eintritt in die Berufslehre mit 16 Jahren, als ich dann irgendwie in diese Tretmühle reinkam und dann irgendwie gemerkt habe, das ist jetzt irgendwie die Zukunft, die mir irgendwie bis Mitte 60 bevorsteht. Und das hat mich ziemlich, ich habe zuerst ziemlich gelitten und habe dann irgendwie begonnen, irgendwie mir so Politkram auch mehr reinzuziehen. Und zugleich dann so Mitte der 90er bis Ende ist dann diese Antiglobalisierungsbewegung entstanden, die ja vor allem auch in Davos groß war, also das ist ja hier in der Schweiz, da gab es die großen Demos und so, und das ist dann irgendwie zusammengekommen, dann war ich erst Teil dieser Antiglobalisierungsbewegung. Damals natürlich auch schon immer sehr viel stärker angesprochen vom radikaleren Teil, also der eine fundamentale Kritik am Kapitalismus hat, also nicht nur irgendwie die ganz bösen Unternehmen, sondern immer schon die Zusammenhänge thematisiert hat und diese auch praktisch dann artikuliert hat an diesen Demonstrationen. Das hat mich damals so mitgerissen eigentlich. Genau. Cool. Und die Kosmoproleten? Ah, sorry, genau. Ja, das war deutlich später. Das ist jetzt aber auch schon, Kosmoproleten gibt es, glaube ich, auch schon bald mal, ich glaube, über 15 Jahre. Das war, ich habe da hinten den ersten drin. Das war dann irgendwann. Wir sind ja in Zürich, die Gruppe Eiszeit, die gibt es auch schon bald 20 Jahre jetzt, alles schon so lange irgendwie. dann gab es irgendwie so ein Treffen in so einem kleinen Häuschen abseits von Frankfurt, da sind so bundesweit und eben aus der Schweiz Gruppen zusammengekommen. Man hat so gemerkt, okay, das ist irgendwie, wir haben ganz, ganz viel Gemeinsames, also auch die Bezugspunkte und also die politischen Bezugspunkte, da hat ganz vieles zusammengepasst. Und dann hat sich dann das bestätigt, man hat dann diese Zeitschrift gegründet, die eigentlich die Freundin der klassenlosen Gesellschaft bereits geplant hatten, sind dann verschiedene Gruppen eingestiegen und seither gibt es den Zusammenhang, mal ein bisschen aktiver, mal ein bisschen weniger aktiv, es gibt diese Zeitschrift, es gab auch immer mal wieder Versuche der politischen Intervention, es gab so Treffen mit einem erweiterten Kreis und es sollte dann irgendwie demnächst mal auch ein Weblog, also ein Blog online gehen, wo dann auch nicht nur Kosmoprolet, sondern auch weitere Gruppen und Personen dann regelmäßiger auch so die Entwicklungen, Kämpfe, die entstehen jetzt im Zuge der Krise und so weiter, auch so ein bisschen kommentieren, analysieren, sich beteiligen, aber auch halt so versuchen, das auch ein bisschen bekannt zu machen. So. Das ist irgendwie im März, dann sollte das mal online gehen. Sehr geil, sehr cool. Cool. Wir bleiben noch bei dir, bevor wir übergehen zum Thema. Und zwar habe ich die Frage in unserem ersten Interview gestellt und da ist mir aufgefallen, die finde ich gut. Die stelle ich, glaube ich, jetzt in Zukunft jedem. Und das ist, darf ich dich um drei Namen bitten? Autorinnen, Aktivistinnen, PolitikerInnen, whatever, es ist mir wirklich egal. Einfach drei schnell assoziierte Namen, die für dich maßgeblich in deinem politischen Einfluss waren. Muss nicht für immer gelten, kannst dich morgen schon drüber ärgern, ist auch okay. Aber ja, ich habe ja gesagt, ich schreibe viel über Krise, aber auch über so staatliche Maßnahmen und so. Und dann würde ich gerade ganz klassisch
als sagen Karl Marx natürlich schon ganz früh irgendwie versucht, das Kapital das erste Mal zu lesen, hat mir auch ein Verständnis. Ich versuche das gut. Ja, ich meine, so mit 17 oder so ist es auch schwierig, isoliert irgendwo auf dem Dorf, das irgendwie allein. Ich meine, das sind ein paar hundert Seiten halt Ökonomie oder Kritik der politischen Ökonomie. Mittlerweile ist es mir dann tatsächlich auch gelungen über die 20 Jahre. Und also was es mir halt ein Verständnis gegeben hat, schon relativ früh, als ich das erste Mal gelesen habe, so, dass es da Zusammenhänge gibt, dass man irgendwie Begriff der Totalität zum Beispiel, dass man nicht irgendwie einfach nur so verschiedene Phänomene kritisiert, sondern dass das alles irgendwie auch Zusammenhang steht. Und dann ist bei mir tatsächlich, ich war dann irgendwie in der ersten Phase so eher ein bisschen näher vielleicht am Leninismus, habe auch anarchistische Freunde gehabt und so. Und dann ist mir irgendwann mal Johannes Agnoli in die Hände gefallen, Staat des Kapitals heißt das. Aha. Der war ja in der 68er-Bewegung relativ wichtig und der hat halt so eine marxistische Staatskritik geschrieben, die mir auch sehr eingeleuchtet hat und die ich sagen würde, ich habe mittlerweile einige Kritikpunkte an der konkreten Durchführung der Kritik bei Agnoli, aber der ist immer noch sehr wichtig für mich. Also wenn ich jemanden einen Text zum Staat empfehlen würde, dann wäre es in diesem Büchlein Staat des Kapitals, der Text Staat des Kapitals. Okay, cooler Typ. Und dann als drittes würde ich eigentlich gerne all die namenlosen Kommunistinnen, Anarchistinnen, bewegten Leute, Menschen, die Kämpfe führen, irgendwie nennen, weil die dann doch auch halt meine persönliche Wegbegleiter. Ja, ich meine, also das trägt dann ja irgendwann auch. Also wenn man in so einer Struktur drin ist, wo man sich vorher irgendwie auf dem Dorf halt irgendwie isoliert gefühlt hat, kriegt das ja auch so eine Dimension, wo das auch mit dem Leben verwoben wird, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht zu sehr mit der Identität in eins fällt, weil man dann irgendwie immer so wahnsinnig allergisch auf Kritik reagiert und so. Genau. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist ein Prozess bei ganz vielen. Am Anfang ist es ganz streng mit der Identität verdrahtet, gerade so in der Spätpubertät, und irgendwann wird man gelassener und stellt dann auch Dutschke neben Mühsam im Bücherregal, ohne sich weh zu tun. cool, es war eine sehr, sehr schöne Antwort. Gefällt mir gut. Kommen wir mal zum Thema Staat. Das hast du ja auch schon angekratzt, dass das auf jeden Fall eines deiner Hauptinteressen ist. Wir haben in dieser Folge uns auch etwas mit dem Staat beschäftigt und haben auch schon ziemlich intensiv darüber gesprochen, wie zumindest Chibber aus marxistischer Sicht versucht, den Staat zu erklären, sowohl seine Funktion als auch seine Struktur. Aber ich halte das jetzt mal einfach ganz einfach für dich. Und stell dir einfach wirklich eine 6-7-Worte-Frage, zu der du einfach mal vielleicht improvisieren kannst. Was ist für dich der Staat aus marxistischer Sicht? Okay, die Frage ist von der Satzstruktur her einfach. Vom Inhalt ist sie relativ schwierig. Ich glaube, das ist eine Frage nach einer Definition. Und ich glaube, bei so großen Themen wie Kapitalismus oder auch meinetwegen Faschismus oder der Staat ist es mit einer Definition nicht getan. Also ich glaube, man kann das zum Beispiel über Funktionen erklären, die der Staat erfüllen muss. Man kann es über die Institutionen angehen. Es gibt ja auch in der marxistischen Theorie dann ganz verschiedene Ansätze von irgendwie, keine Ahnung, den besonderen Formation bewaffneter Menschen über irgendwie Staat des Kapitals, ideeller Gesamtkapitalist, Kräfteverhältnisse und so weiter. Ich glaube, es gibt da keine Abkürzung, also gewissermaßen eine Definition könnte ich tatsächlich nicht liefern, wo ich jetzt sagen würde, da hat man dann tatsächlich was Essentielles des Staates verstanden, sondern man muss halt leider Gottes, wie so häufig, so ein bisschen durch die Theorie durch, um das dann irgendwie besser fassen zu können, was das denn ist. Ich glaube, bei der Diskussion heute werden wir dann wahrscheinlich, wenn es um den Text geht, ja auch ein bisschen das versuchen, das ein bisschen einzugrenzen und so ein bisschen sich das anzuschauen.